Toni verkaufen. Wir wollten nach Hause fahren. Ja, moin. Jetzt könnt ihr noch mal sehen, wie wir heute hier oder wie wir die Nacht verbracht haben. Schöner Ausblick direkt am See. Wie gesagt, den Stellplatz zeige ich gleich noch mal so ein bisschen. Der Plan ist es, heute mal etwas ganz anderes zu machen. Wir hatten ja zuletzt drei Wasserfälle auf dem Programm. Heute wollen wir mal zu einem Wasserfall. Es ist halt jetzt auf dieser Route, die ist bekannt für ihre Wasserfälle. Das sind halt die besonderen, die wirklichen Highlights nochmal. Obwohl, muss ich ganz ehrlich sagen, also landschaftlich, selbst wenn man da 4 Stunden durch die Gegend fährt, ne, es wird nie langweilig. Ne, es ist einfach eine ganz andere Landschaft hier, als wie wir gewohnt sind. Wir werden dann gucken, also heute habe ich eigentlich vor mir, hier in der Gegend einen Stellplatz zu suchen, also nicht zu weit zu fahren und dann morgen vielleicht mal ein paar Kilometer zu machen, um dann zum Modus Nationalpark zu kommen, der dann relativ nah auch an unserem endgültigen Ziel am Abisko Nationalpark ist. Wie gesagt, ansonsten zeige ich euch jetzt nochmal den Stellplatz und dann vielleicht dann direkt im Anschluss auf den Wasserfall und die Wanderung dahin. Hi. Hi.
70. Und selbst da ist es für uns noch sehr bedenklich. Aber das ist hier ganz normal. Und das geht über Kilometer so. Über Kilometer. Das ist echt ein Highlight. Der arme Toni, der kommt echt an seine Grenzen. Hallings und noch was. Genau, wir blenden es ein. Und von unserer Meinung nach aus ist das der am wenigsten zugängliche Wasserfall. Dadurch leider sehr eingeschränkt. Ist zwar ganz nett, aber den Aufwand bis hierhin hochzufahren, das ist eine Hausnummer. Also ist nicht für jedermann empfehlenswert. Würde ich mir, wenn ich das wüsste, was mich wirklich erwartet, mich nochmal auf mich nehmen, mich dem Toni nicht zumuten. Ne? Und der beste Bereich vielleicht zum Aufnehmen, den haben sie leider wegen Kollapsgefahr hier gesperrt. Das ist der Steg, wo man nicht drauf darf. Leider. Sorry. Yeah.
It was a Thursday night when I first saw you. Those green eyes caught me. Yeah, it was crazy. It was a Friday night when I first kissed you. It struck me like lightning. You broke my chains and released me. And days turn into nights on the couch in your apartment. No, I am not the same. Everything has changed. Ja, heute vor einer Woche sind wir in unser Schweden-Abenteuer aufgebrochen und haben uns von Duisburg auf den Weg nach Rostock gemacht. Wir haben wirklich, es war bis jetzt wirklich ein Abenteuer gewesen, ne? Also wir haben ganz, ganz viele tolle Sachen erlebt, ne? Die zeigt man dann auch meistens in den ganzen Einspielungen dazwischen und so. Es war aber auch, also der Start war ganz schön holprig gewesen. Ja, der, ne? war sehr und, holprig gewesen. Also da haben wir echt gedacht, wir wollten Toni verkaufen, wir wollten nach Hause fahren. Ja. Es war, aber das erzählt Maren jetzt mal. Ja, also es fing an, dass wir erstmal nicht die Strecke ganz gemacht haben, von Duisburg aus nach Rostock. Wir haben einen Zwischenstopp gemacht, aber kurz vor Rostock, nicht so weit entfernt. Ja, und dann stellte sich raus, unser Fernseher ging nicht. Das ist für mich, also Fernseh brauche ich zum Einschlafen, für mich gehört Fernseh dazu. Will andere jetzt ein Gläschen Wein oder einen guten Roman lesen, was auch immer, bei mir gehört Fernseh dazu. Und das war schon eine Katastrophe, das muss ich sagen. Also hat Stefan direkt gesagt, wir fahren direkt nach Hause. Dich und ohne Fernseh geht gar nicht, dich ertrage ich keine 4 Wochen, weil wir haben vor, 4 Wochen in Schweden zu sein. Dann haben wir noch versucht, am nächsten Tag alles anzurufen. Unseren Bergischen Wohnmobile, die haben sich nicht gemeldet. Erst spät, da waren wir schon auf der Fähre. Da bin ich dann nicht mehr dran gegangen, weil ich auch nicht wusste, wie dann die Verhältnisse sind. Auf jeden Fall. Dann habe ich sämtliche andere Wohnmobile aus dem Internet alle rausgesucht und Händler. Alles. Aus Rostock in der Nähe rausgesucht, ja, und angerufen. Ja. Aber die sind alle so zu mit Terminen, da kann man auch nicht mal spontan mal eben vorbeikommen oder dass man sich drauf guckt. Und dann hatte Stefan so lange daran rumgewackelt, rumgemacht, getan, gemacht, aber auf einmal lief das Teil. Also dann haben wir auch nicht mehr daran, waren wir nicht mehr dran. Also wir haben ihn bis jetzt schön am Laufen gehalten, das Fernsehen. Also rumgewackelt oder so, das hatte ich ja schon vorher die ganze Zeit, ne? Aber da habe ich das da mal da fast komplett, was in den 12-Volt-Dingen geht, da fast komplett auseinandergenommen und einmal wieder zusammengebaut. Also da war meine Laune schon wirklich im Keller, als das mit dem Fernseher war. Ist natürlich dann sofort angestiegen, als das Fernseher wieder lief, alles in Ordnung. Ja, dann haben wir uns am nächsten Morgen auf dem Weg, hat noch Zeit ohne Ende, auf dem Weg zur Fähre gemacht. Deswegen hatten wir die Übernachtung kurz vor Rostock nochmal gemacht. Genau. Ja. Auf jeden Fall haben wir uns auf den Weg gemacht und dann sind wir so im Stau reingekommen. Wir hatten noch vorgehabt, bevor wir auf die Fähre fahren, erst noch schön tanken, Geld wechseln. Dann war das so knapp für uns jetzt. Wir haben das ja alles noch nie gemacht. Wir kennen ja die Gegebenheiten nicht aus. Stefan sagt, wir müssen eine Stunde vor einchecken und. Dann sind wir dahin. Ohne tanken, Toni leer, keine einzige Krone und dann standen wir da in der Schlange. Und es kam noch eine Stunde später, kamen noch Fahrzeuge, die sind genauso mit der Fähre mitgekommen wie wir auch. Nur wie gesagt, wir kannten es vorher nicht. Wir lernen dazu. Na, ja, was war? Da mussten wir natürlich in Schweden tanken. Ja, da standen wir dann vor dieser Säule. Am Experimentieren. Es ist wirklich in Schweden, glaube ich, mit Bargeld oder mit Hilfe von einem Tankwart oder kann man nicht rechnen, ne? Die sind alle nur noch mit Automaten. Alle. Ne? Also ohne Kreditkarte kann man tanken. Irgendwie Hilfe Schweden, und. Unmöglich. Ja, ne. Auf jeden Fall haben wir getankt. Das haben wir auf der Kette gekriegt. Da gucke ich auf mein Handy. Da habe ich auf einmal eine Abbuchung gehabt von 148 Euro, sprich 1500 Kronen. 1500 Kronen. Die wir gar nicht getankt haben. Also es waren innerhalb von 3 Minuten kamen zwei Abbuchungen. Diese eine 100, über 90 und eine über 148 Euro.
Und da waren wir natürlich schon... Die 90, das war das, was wir wirklich getankt hatten. Was wir wirklich getankt haben. Und dann erstmal die Panik. Was ist jetzt los? Räumt jetzt einer unsere Kontos leer? Was geht ab? Mhm. Ja, als wir dann Fahrerwechsel gemacht haben, hat der Stefan sich dann intensiv dann auseinandergesetzt damit. Und hat er Gott sei Dank festgestellt, dass das immer vorab eine Anfrage ist auf dem Konto, ob unser Konto gedeckt ist, wegen... Ja, die machen so eine Testanfrage oder Abbuchung über diese 1500 Kronen. Das macht übrigens jede Tankstelle. Steht sogar in Englisch da drauf, aber ne, wer im Urlaub lesen will, dann nehme ich ein Buch mit, ne, und lese nicht an der Tankstelle, was da steht. Mein Englisch ist sowieso... Ne, also dann wird praktisch erstmal diese 100 oder 1500 Kronen angefragt. Meckert der dann nicht, dann kann man tanken. Ne? Es wird dann aber endgültig, dann sage ich mal, nur noch der Betrag abgebucht, wirklich. Ne? Nur man hat erstmal, ne, beide Beträge auf der App drauf, ne, ja, am Handy. Das war so unser Start, ne, ja, so, der ganz schön holprig war. Und dann haben wir, wir haben echt... Dann war das immer noch das Wetter so ein bisschen unbeständig. Dann haben wir erstmal Fahrt gemacht. Ne? Ja, und gut, die ersten Stellplätze auch, die ich rausgesucht hatte. Ne? Alle voll. Alle voll. Also. Ich meine, wir haben dann immer noch was, habt ihr ja gesehen, wir haben immer noch was gefunden, ne? Und auch schöne Sachen gefunden. Ja. Ne? Aber es ist erstmal so, sag ich mal, wenn man den ersten, den zweiten Stellplatz anfährt, ne, dann. Ja. Aber wie gesagt. Wir hoffen, dass wir ab jetzt nur noch schöne Sachen erleben und auch nur noch schöne Sachen zeigen. Ja,